Recht herzlich willkommen zur 37. Folge von Planet Nomads. Ja, da steht unser Auto und irgendwie wird es gerade nicht geladen. Wie ist es denn jetzt? Wir haben doch letztes Mal das alles schon angeschlossen gehabt, oder? Also letztes Mal waren wir hier, haben hier noch Verbindung hergestellt. Okay, da ist er drin. Ich habe nichts genutzt. Und wir haben das doch da verbunden. Lieber noch grün und Luden, oder? Ach ja, Version 0.8.1 ist das jetzt. Da soll angeblich die Automatiktür gehen und das Monument soll auch funktionieren irgendwie. Und Bugfix ist so. So, gucken wir mal, wie wir das hier hinkriegen. Der Strom fließt da jetzt eigentlich rüber. C. 0% steht da noch. Warum lädt das nicht? Anders mal. Zweite Batterie, kann man da dran. Null und null. Und geht nicht. Es bleibt bei null, da ist genug drin. Ne? Ja, keine Ahnung, warum das nicht geht. Nur mal verbinden. Das geht so rum nicht. War schon verbunden. Ja. Warum geht's nicht? Wo ist das Problem jetzt? Dann geht's raus. Und dann geht's wieder an. Das funktioniert. Tja. Ja, an sind das wohl alle. Auf jeden Fall leuchten diese Außenflächen in dem Sinne. So. Dann aus. Da auch. Da ist er wieder an. Leuchtet der blau, ne? Verbindung weg und verbinden. Komisch. Verbinden. Und nochmal verbinden. Da auch und da auch. Und jetzt nichts geht. Haben wir irgendwelche Batterien da, die man da reinstecken muss? Nicht wirklich, ne? Da kann ich sie auch nicht hinlegen. Da fallen sie raus. Geht also nicht. Nehmen wir sie wieder auf. Ja. Jetzt könnte es ein Fehler sein. Oder aber ich verstehe es nicht. Verstehe ich jetzt auch nicht. So, 10 nochmal gedrückt, dann da. Ja. Aber wohl ausgemacht, ne? Die
Penetration level critical. Was machen? Nochmal. So muss er aus. Sind beide aus. Jetzt nicht. Den machen wir an. Tja. Wie funktioniert das? Also Sprit ist drin, beziehungsweise Biomasse, damit er läuft, ne? Das ist auch klar. Hier passiert nichts. Nochmal C drücken, oder? Ja. Verbinden mit. Ne, geht nicht. Dann müssen wir den mit diesem Switch verbinden. Ja. So, dann nochmal verbinden. Das Rad verbinden. Das auch. Batterie, wenn die nicht schon ist. So, sollten verbunden sein, alle Sachen, ne? Lass uns mal einen Switch nochmal bauen, da dran. So, da unten aber. Dann können wir vielleicht mehr sehen. Da ist er wieder. Jetzt drücken wir wieder C. Also erst Tab und dann C. Dann verbinden wir den. Ja. Danach müssen wir den nochmal verbinden. Gehen wir näher ran. Na, will er nicht, ne? So, jetzt aber. Und nochmal aufs Batteriepaket. E. Wird nichts abgenommen. Nochmal den abmachen und den nochmal dran. Es geht nichts. Ja. Aus Versehen die falsche Taste gedrückt, Licht angemacht. So, jetzt besser. So. Da ist irgendwie noch was an. So, wahrscheinlich der Abschlepphaken da. Connect mit der Batterie. Die Reifen. Tja, und jetzt hat sie nichts geändert. Der sogar aus. C und dann da oben an. Aber auch 0%. Gut. 0%, keine Ahnung, was das soll. Da geht auch nichts. Eine Batterie funktioniert mit einem Teil.
Hier können wir noch mal auf F4 gucken, wie das da drin aussieht. Ne? Tja, weiß ich auch nicht, was es soll. Das, was da steht, machen wir oder haben wir gemacht. Also den Generator abmachen, dann die Batterien dran machen und dann läuft's. So, und jetzt nochmal abmachen. Ja, komm schon. Disconnect, das machen wir da, oder? Ne, das war jetzt falsch. Disconnecten. Verbindung abbrechen, oder wie man das nennen will. So, da hinten ist jetzt so ein Raum. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. So. You're becoming tired. Sind wir auch noch müde, sagt die Stimme. Trinken wir erstmal ein Bier. Essen haben wir auch nicht. Dann. Das läuft jetzt nicht. So, das haben wir an. Das war kalt, falsch. Der Dingens ist weg. Toll. Die Batterie hat jetzt, ne, der Generator hat jetzt keinen Saft mehr. Alles ist weg. Jetzt lass uns mal reingehen. Ach so, die Tür geht ja nicht. Wie, die geht nicht? Ja, automatisch geht jetzt gar nichts mehr, oder was? Auch schön, ne? Ja, bleibt offen. So, jetzt ist die Automatik an, oder? Geht aber nicht zu. Auch schön, ne? Geht nicht zu. Keine Ahnung, was das wird. Jetzt ist sie zu. Ja, aber geht nicht auf. Jetzt ist die Automatik drin, oder? Ich verstehe es nicht so ganz. Geht nicht. Geht nicht. Kaputt. Ja, okay. Wir wollen noch was essen. Da sind noch ein bisschen Essensteile dran. Nehmen wir einen zu uns. So. Rechts dann noch was essen. Nochmal was auswählen. Dreier geht nicht, müssen wir zwei nur nehmen. Gehen wir raus, also E drücken. Wieder. Geht die Tür zu, ja. Aber geht nicht auf. Ja, komisch. Zu. Ja, falsche Taste. Geht nicht. Blöd. Tja, die geht gar nicht.
Schön. Jetzt haben wir erstmal Saft geholt, den da reintun. So, Strom ist drin. Und jetzt gehen wir hier rüber. So, dann C. Verbindung und zu diesem Batteriepack. Und das ist grün und läuft jetzt wohl. Dann wird es wohl ein Bug sein. Ach, keine Ahnung, da steht was von 19 oder 20 Minuten, aber da müssen wir gucken. So. Nicht aufmachen. C drücken. Und ja, C. Die zweite Batterie jetzt verbinden. Gehen wir mal ein bisschen rum, oder? Okay, da oben steht noch das mit dem Switchboard, dann müssen wir das mal nochmal checken. Und dann nehmen wir den Strom. Nochmal C. Verbindung dran. Und da Verbindung. Hier nochmal rüber. Und jetzt. Jetzt geht gerade nichts. 5% da. C drücken, verbinden die Batterie, die ist grün und da müssen wir das irgendwie Netz noch anzapfen. Naja, sieht so aus, das geht. So. Ja, dann müssen wir warten, bis das voll wird. Gehen wir mal rein und essen was. Das können wir mal auswählen. Na, Tür geht nicht auf. Ja, ziemlich nervig so eine Tür, ne? Irgendwie geht das nicht. Da rein. Das funktioniert irgendwie wieder nicht. Ist alles aus, oder? So sieht's aus. So, da dran. Der geht jetzt nicht. So, da müssten wir den Switchboard einbauen und machen wir mal was anderes. So, dann müssen wir das verbinden, dann geht das auch. Und dann gucken wir nochmal. Na, falsche Taste. Jetzt können wir da reingehen. Und jetzt können wir schlafen, oder? Das geht auch wieder nicht. Oh, keine Ahnung warum. Oh, verbunden ist noch, ne? Ja. C. Ja, verstehe ich nicht. Können reingehen, toll. Hier drinnen geht nichts. Keine Ahnung, wie es geht. Naja, das ist, denke ich mal, dann auch genug für die Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.